Gut, also ich habe nachgeguckt. Ich brauche 77,7 mit meiner Taktik. Wo ist, bleibt der Key? Ja, gut. Was bleibt jetzt von meiner Inka noch übrig? Nicht mehr viel. Perfekt. 30 Sekunden Inka wird dann eher zu einer... Fuck, warum war ich jetzt eine Katzengestalt? Und bevor alle Mobs da sind, ist die Inka einfach gone. Perfekt. Na gut, ich habe nur eine zweite, ne? Ich denke mal, bei den Mobs müsste ich es hinkriegen, dass ich nicht laufen muss. Fuck, da ist eine Falle. Da gehen wir dann nicht rein. Ich meine, Absorb aufrecht gehalten. Ding ist, ich kann halt nicht weiter pullen, ne, weil ich immer noch Necrotic drauf habe. Jetzt kann ich weiter pullen. Shockwave. Shockwave. Beckert. Shockwave. Shockwave. Einmal reset. Muss einmal resetten. Shockwave. Ja, das ist halt blöd bei den Mobs zu resetten, ne? Weil dann die Shockwave halt blöd in die Shockwave. Gruppe reingeht, aber das hilft halt alles nichts. Ich muss dann. Ach komm! Also, so oft wie sich die Leute jetzt gerade hier von der Shockwave treffen lassen, ist jetzt irgendwie nicht so geil. Kick die nochmal weg. Vielleicht war auch ein Geist dabei, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber... Oder waren jetzt ein bisschen unnötig. Einer hat es in einem einen Pack geschafft, zweimal zu rippen, hau. Ich weiß nicht, ob das so clever war, den dazu zu adden. Aber eigentlich dürfte ich jetzt hier nicht so extrem hoch stacken. Die Instanz vergibt eigentlich relativ viel vom Timer, ne? Also zumindest auf Boss-Buff. Ich denke, mit Trash-Buff müsste es ähnlich sein. Aber ich krieg schon richtig aus dem Maul, ne? Stein, ne? Ich dachte, ich bleib da jetzt hängen und werd weggeschneckt. Hätte die Inka für die nächste aufbewahren sollen, aber gut, egal. Was haben wir denn? Ich habe diesmal die Gruppe gar nicht angeguckt. Was haben wir denn für einen Heiler eigentlich? Im Druid Heal, ne? Gut, hätten wir jetzt auch auffallen können an den Dots. Aber mit dem Shami vorher war das so eine schöne Sache. Ich sage jetzt nicht, dass der Druid schlecht ist, aber der Shami hat halt einfach dieses Totem, ne? Oder dieses Erdele, so rum. Und das ist halt so strong, wenn du das da noch dazu hast. Aber da kannst du halt easy Necrotic resetten. Oh, ich habe irgendwie gerade ein bisschen rausgetappt hier. Ich tue sie einmal kurz wegnocken, dann kann ich mal kurz abstecken. Okay, passt. Es ist halt, ne, wir haben Double Melee dabei, das ist halt immer kacke fürs schnelle Weiterpullen, weil sonst fallen dir die von hinten in den Rücken und das ist dann halt immer schwierig.
Inka fürs übernächste Pack ist eher besser. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Ich will den Boss jetzt da nicht dazu adden. Okay, warte mal, ich sollte mal wallen. Gut, ich muss die doch wegkicken, hilft leider nichts. Oh, komm. Nein, er hat mich nochmal gesteckt. Ach, ich hasse das. Dann gibt's so Mobs, die du nicht slowen kannst. Okay, jetzt passt's, ich bin abgesteckt. Es ist halt jetzt blöd für die Melees, dass ich die Mobs ins Nirvana ziehe, aber es hilft halt leider einfach nichts. Hat richtig Dev-CDs ziehen. Ich bin wieder bei 20 Stacks. Den einen kann ich halt leider nicht dingsen. Wahrscheinlich ist es... Ah, der eine hat sich vom Geist wegsnacken lassen, okay. Unnötig. Also, come on, als Hunter vom Geist wegsnacken lassen ist halt eher so Medium, ne? Ja, ich habe jetzt Inka ready. Eigentlich will ich es nach dem Boss nochmal haben. Wird der Boss 3 Minuten dauern? Ich glaube nicht, ne? Eigentlich nicht, aber... Oh, soll ich es jetzt beim Boss einfach gar nicht ziehen? Defensive. Wisst ihr was, scheiß drauf. Dann mache ich halt keinen Giga Big Pull beim nächsten. Stack. Was macht er denn? Wo ich es jetzt irgendwie 2 Minuten gar nicht ziehe oder so. Defensive. Haben wir jetzt den Unsichtbarkeitsbuff? Why? Okay. Special coming. Ja, special coming. Schauen wir mal, wie sehr ich es jetzt gewastet habe, ne? Wenn 2 Minuten rum sind, dann war es nicht so gewastet. Komm, spielen wir es defensiv hier. Defensive Convoke. Ich habe eh kein Ding mit geskillt. Alter, dieser Speed, ne? Das macht einen ja wahnsinnig. Läufst 1 Millimeter und springst halt durch den Boss durch. Ah, ich glaube, es war schon gut, das zu ziehen, ne? Weil wenn ich jetzt dann das hier nicht gezogen hätte, dann hätte ich es jetzt wahrscheinlich 2 Minuten auf, off Cooldown gehabt und nicht gezogen, oder? Eine ist schon rum. Defensive. Macht sein Defensive Shit und da passiert einfach gar nichts. Guckt er die Orb noch? Okay. Stack. Also normalerweise. Ah, er nimmt's alleine, okay. Hunter. Turtled, ne? Perfekt ist dann, wenn. Defensive. Wenn die es alleine nehmen können. Rauslaufen und dann Turtle nicht ziehen, habe ich auch schon gesehen. Special coming. Ganz wilde Nummer. Defensive. Danke dir fürs Followen. Stack. Leckt schon wieder? Ich hoffe, ich krieg's gleich entleckt. Jetzt wollte ich gerade den Boss looten, ne? Unser Ziel liegt hier. Normalerweise würde ich jetzt die Kleinen da noch pullen, aber die stacken mich dann übelst hoch und ich habe keine Inka ready, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Hätte sie eigentlich dazu pullen sollen. Oh fuck. Ja, okay, es war eine dumme Idee. Ich hätte es nicht machen sollen. Die haben mich zu schnell gestackt, ne? Die ganzen Großen, da haben mich irgendwie kaum gestackt, was alles Caster sind, bruch ich die Kleinen voll ab, hab instant die Stacks und sterbe halt. Ja, es war dumm. Hätte es nacheinander machen sollen. Schau mal, was die mich stacken. Die hauen so schnell rein. Eine dumme Idee, ehrlich gesagt.
hätte vielleicht doch Inka aufbewahren sollen, weil jetzt hatte ich 40 Sekunden oder so zu spät Inka ready. Mit Inka wär's gegangen, ne? Dann sind die Stacks mir egal, dann kann ich halt da durchholzen. Ja. Wahrscheinlich hätte ich auch einmal laufen sollen. Die Kleinen nicht pullen, einmal hinter die Ecke laufen sollen und dann die Kleinen machen. Das ist halt immer der Nachteil bei Necrotic, ne? Du hast kleine Mobs, die nicht viel Schaden verursachen, aber du kannst sie halt fast nicht reinpullen, weil sie dich so schnell stacken, dass alles zu spät ist. Run. Interrupt. Der eine ist irgendwie ein Kommen da hinten, der Schemen. I don't know, wie das geht. Run. Die stacken mich zum Beispiel fast gar nicht, ne? Was halt hauptsächlich Caster-Mobs sind. Aber wenn ich da jetzt viele zusammengezogen hätte, wäre es wahrscheinlich eher eklig geworden. Interrupt. Run. Ah, Mist, jetzt ist es ausgelaufen, ne? Na komm, lass einfach weiterlaufen. Run. Hey, ich grüß dich. Leckt's jetzt immer noch oder geht's besser? Ich hab's ab und an, dass es irgendwie, also bei mir im Spiel leckt's eigentlich nicht, aber dass dann irgendwie der Streamer oder die Aufnahme leckt, warum auch immer. Hier hätte ich jetzt auch gern Inka für, wenn ich ehrlich bin. Aber... woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? Fuck, jetzt habe ich den Ding gefressen. Das war jetzt... Shit, ich habe keinen... Haben wir noch einen Battle Rats? Ich habe 30 Stacks gehabt und dachte mir, das geht noch, ne? Hab eine Wall drin. Aber das ging nicht mehr. Shit, ich hätte rauslaufen sollen. Das war jetzt beschissen, ehrlich gesagt. Ich dachte 30, ja, geht gerade noch. Ich wollte so auf 35 und dann mit der Soul Shape raus, ne? Habe ich zu lange gewartet. Und ich habe mich hitten lassen, das war nix. Ja, die Kleinen hitten mich halt auch extrem hoch. Nein, da. Diesmal habe ich eine Wall ab. Nicht eine Wall, hier eine Inka. Sobald meine Inka ausläuft, renne ich. Jetzt schon mal einmal wegnocken. Ja. Das ärgert mich. Das war jetzt unnötig, dass ich hier gestorben bin. Das war richtig unnötig.
mir scheint mir das halt richtig random zu sein, wie ich hochtick, ne? Teilweise hast du halt, tickst du eins, nochmal eins hoch und manchmal gehst du an Mobs ran, bis instant auf 20. Das tickst so schnell hoch. Vor allem, wenn ich mir denke, das sind halt vielleicht 8, 9 Mobs, ne? Wie die, also dann müssen ja manche in der Sekunde zweimal zuhauen oder so, oder noch öfter. Frag mich halt, wie das gleich in dem Gang wird, ne? Wo du dann nicht mehr wegmoven kannst. Mach das jetzt mal hier komplett safe, ne? Fuck, jetzt hat der hier seinen Kack durchgecastet. Tun wir das mal runternehmen. Ich grüß dich. Ich könnte die anderen jetzt mit reinziehen, aber ich mach's jetzt mal nicht. Ich spiel's jetzt einfach safe. Ich pull jetzt hier nicht zusammen. Normalerweise könnte ich easy die anderen auch noch reinziehen. Das müsste eigentlich gehen. Er den Käfig an? Er hat den Käfig jetzt irgendwie gar nicht angemacht. Dann halt nicht. Ja, extra zum Käfig die Putt gezogen. Wollte jetzt eigentlich die anderen auch noch mit hinziehen, aber sonst kannst du dann eh knicken. Da haben wir den jetzt geedit. Ah. Jetzt blöd. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Ich weiß gar nicht, wer hier Vent hier ist in der Gruppe, ne? Double Sonics ready. Irgendwie kommt es gerade gar keine Heilung mehr. Der Heiler ist da, glaube ich, gerade hinten ein bisschen rot. Na gut, das läuft eh gleich aus. Ich glaube, der Heiler war gerade ein bisschen am Struggle, ne? Stacks, ich muss die jetzt mal wegnocken. Eigentlich ist 18 fein, ne? So ab 30 wird's ein bisschen eklig. Dann kriegst du kaum mehr Heilung. Mal nochmal routen. Versuche mal so ein bisschen die Gruppe zu supporten, deswegen habe ich den Root mitgeskillt. Ah, wir sollten den Heiler recken lassen. Ich lasse den jetzt auf 50% recken und dann pullen wir den Boss. Ich glaube, da haben ein paar Leute den Debuff gefressen. Tun wir mal dispeln.
Also in der Inka muss ich jetzt meine kompletten Damage-Dingen raushauen, um die Leute hier wegzudispeln, aber bevor die sterben, das bringt ja alles nichts. Killads. Bringt ja alles nichts. Hier ist es immer am besten, wenn die Leute... Ja, jetzt sind ein Hexer wieder in der Melee-Range, weißt du? Was halt unnötig ist. Wir müssen in der Void stehen. Die Rangers und Heiler so weit wie möglich weg einfach. Dann tust du dir so viel einfacher bei dem Bosskampf. Aber meistens hast du dann halt irgendwelche Caster und den Heiler in der Melee-Range. Ja, sich wieder... Weißt du, muss halt nicht sein. Da muss er halt nicht mal großartig rauslaufen, wenn er einfach wegbleibt. Ich spare mir jetzt extra die Convoke nur auf. Hierfür, für das Add. Nochmal rein convoken kann, sobald meine Cooldown ausgelaufen ist. Weil das haut richtig rein. Da bin ich nicht aufgepasst. Kam die... Okay, da ist die Fläche. Lauf raus. Boah, er hat mich halt gebombt. Sind halt alle so geknuppelt, ne? Du jagst dich die ganze Zeit selber in die Luft, aber ich als Tank kann halt nicht weiter vom Boss weggehen. Die Melees müssen auch dranbleiben, aber Hexer und der Heiler könnten halt weiter weggehen. Was hättest du da nicht das Problem? Bomb uns bitte nicht. Jetzt den. Geretzt. Also müssen wir auf 77 kommen, also ein oder zwei Gruppen brauchen wir noch. Ich grüß dich. Fuck, das wollte ich jetzt nicht alles haben. Watch your step. Das war jetzt mal der Fail-Pull des Jahrtausends. Watch your step. Einmal abstecken. Watch your step. Watch your step. Also das war nicht geplant. Das war jetzt mal Scheiße hoch 10, was ich da zusammengepullt habe. Wie kamen die alle? Okay, es kam die eine Gruppe, die ich gepullt habe. Dann kam der Steingargol raus. Okay, das war ein bisschen unlucky. Und irgendwie durch die Wand habe ich die andere Gruppe noch gehittet und die kam auch raus. Also ich habe es jetzt noch gerettet, ne? Aber gut war das nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Prozent. Könnt ihr ja fast sagen, dass ich das so geplant habe, aber never ever war das geplant. Ja, ist halt gerippt jetzt am Ende. Aber das war nicht wegen Big Pull, da waren jetzt noch zwei Mobs am Leben und Stiefel sind halt gelb, ne? Ich habe jetzt extra geschrieben, dass sie den Pot safen sollen. Ich hoffe, das machen alle. Interrupt. Ah, ich kann noch nicht interrupten. Interrupt. Ich will jetzt ungern knocken, nicht, dass sie in den Boss reinfliegen. Mal einen Mars Root draufhauen. Das ist gar nicht Edden so Viecher einen Boss? Dürften nicht, ne? Also, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich die dürften eigentlich nicht adden. Das wäre jetzt ein bisschen bescheiden, wenn die da durch den Boss durchfliegen und du dadurch quasi
deines Triggers. So, gleich wird's jetzt interessant, wie das mit Necrotic hier in dem Weg ist, ne? Also. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich da schon mal Necrotic drin war, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, meine Schuhe wären jetzt da nicht gleich rot, ne? Ich habe blöderweise davor nicht gerappt. Sollte man eigentlich immer machen. Habe ich jetzt vergessen. 23%, ne? Also ich darf am besten nicht mehr rippen. Ich hoffe, es spottet hier jetzt keiner. Defensive. Komm, ich ziehe jetzt Inka. Ich habe extra ein paar übergelassen. Ich habe jetzt nur eine genommen gehabt eben. Range 5. Defensive. Also immer möglichst viel den EDs zu lassen hier von den Orbs, das ist halt nicht rippen, ne? Normalerweise das Tank, wenn ich ein... Normalerweise zwei reichen mir ganz gut. Das geht meistens aus. Ich nehme jetzt mal die außen sind, die ein bisschen eklig zum Erreichen sind. Komm, Heiler, nimm das. Oh fuck, ich war nicht in der Bärengestalt. Das war jetzt natürlich nicht so clever. Range 5. Ja, gut. Ich sollte natürlich dann, wenn ich nur zwei nehme, auch in die Bärengestalt gehen, aber ja gut. Das hat trotzdem gereicht, ne? Defensive. Hab davor gerade geconvoked, da habe ich noch einen höheren Life-Pool. Die Mal ist natürlich nicht. Sollte wahrscheinlich lieber in der Movement-Phase hier convoken mit der Eule als in der anderen. Was ich kleiner vergessen darf, ist oben das Schild, ne? Das ist bei mir ganz gern mal, dass ich da ein verpeiltes Schild mitzunehmen. Und das ist gestorben. Na, schöne Scheiße. Range 5. Mal, ob ich einen Retz durchkrieg. Defensive. Ja, eigentlich willst du halt die Battle Retzes aufsparen für den Weg, ne? Weil du dann ja nicht mehr durch kannst wegen Pot und so. Das ist die Kacke. Also es darf da hinten eigentlich jetzt dann gleich keiner rippen. Schwierig. Ich glaube, der D hat nur einen. Ich habe nur einen, aber gut, das ging auf. Range 5. Ich habe leider kein Raw ready. Dem blutigen Tiefen kann niemand entkommen. Auch ihr nicht. Der Druid ist gestelft. Du Vollidiot. Da addest du mit. Ich hab eben gehittet, oder? Bin ich jetzt blöd? Ah, sein Pet wurde, glaube ich, gehittet. Nehmen wir nochmal ein Dings mit, einen Lutschkiesel. Okay, was haben wir jetzt? Noch 11 Minuten. Alles machbar. Muss halt gucken, wie es mit dem Gestecke ist, ne? Schon 15 Stacks. Nice, ich bin abgelaufen, ich... Find shelter. Ah, schau mal, die Hunde stacken mich nicht. Okay, das hat Blizzard ganz gut gemacht. Oder doch. Oder I don't know. Oder nur relativ selten. Wir überlegen, ob wir die dann gleich alle mit reinziehen. Komm, ich mach safe. Normalerweise würde ich die hinten in das Ding reinziehen. Und dann B
Big Boom machen, aber wir machen es jetzt mal safe hier. Einmal kurz resetten. Ich spiele das jetzt komplett safe. Hier werden wir gleich richtig viele Geister kriegen. Ich muss mal da hinten routen. Ich habe jetzt mal alle weggekickt und da hinten geroutet, ne? Also, gruppenfreundlicher als das kannst du es halt nicht spielen. Find shelter. Das war jetzt kompletter Group Support hier. Ich wollte jetzt da nicht, dass Leute rippen. Fuck, meine Schultern sind auch gelb. Ich hoffe nicht, dass das hier blöd ausgeht. Die haben mittlerweile ein paar Sachen von Necrotic runtergenommen, ne? Also die haben, was ja ganz gut ist, ne? Weil sonst wird's halt hier schwierig, weil das Problem ist halt einfach, dass hier die ganze Zeit weiter Mobs kommen, ne? Da wird's halt schwer, Necrotic irgendwie auslaufen zu lassen. Schwierig. Das wird jetzt hier ätzend, weil die picken mir schon mein Necrotic hoch. Ah, der stackt mich nochmal. Kacke. Ja gut, 13 Stacks habe ich jetzt. Den großen kann ich halt nicht knocken oder slowen. Der ist halt... Das Einzige, was ich machen könnte, ist halt einmal wegdingsen. Ja, so geht's. So habe ich... Hoffe ich halt, dass irgendwie mein Gear nicht rot wird. Aufpassen hier von den Fallen. Weglaufen. Rottig ist zu weit hochgesteckt. Schauen wir mal, den Endboss müssen wir jetzt nur safe spielen und dann hat sich das eigentlich, obwohl wir viel rumgefällt haben und ich habe ja auch ziemlich viel rumgefällt, ne, hier in der Instanz, also da kann man ja nicht schön reden, das waren schon ein paar Misspulls dabei. Den einen oder anderen Misspull habe ich zwar halbwegs gerettet, aber... war es natürlich nicht... Watch your step. Ja, das ist natürlich jetzt kacke, dass der da hinblastert. Der Bosskampf fühlt sich aber auch immer so richtig zäh an. Liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass du den halt nicht auf Null hauen musst, ne? Und normal haust du die Mobs komplett runter. Ich könnte mal noch einen Pot reinhauen. Komm, wir spielen eine defensive Convoke. Watch your step. Mal hier safe. Meistens rippt hier mal irgendwer. Bei dem Fight. Find shelter.
Der Hexer, der macht spannend, hä? Watch your step. Ich habe immer Angst, dass ich durch den Boss durchcharge. Und, fuck it. Also, ich konnte gerade wieder, ne? Ich laufe ja mit der Maus. Wollte gerade laufen, irgendwie war ich wieder draußen. Muss wieder reintappen. Maus nicht angeschlagen. Das ist immer so, du wirst dann hufen. Okay, watch your step. Ich geh gerade ein bisschen runter. Ich weiß jetzt nicht, ob mich das killen würde. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Ist ja nichts herausfordern, ne? Find shelter. Da könnte ich mal wieder ein bisschen hochziehen. Watch your step. Würde ich eigentlich ganz cool finden. Jetzt wir mal noch eine Bugskin. Borg noch rein. Ja, wunderbar. Hat sogar noch in Time geklappt. Also das war jetzt nicht unbedingt eine Paradevorstellung von mir, aber es hat funktioniert, ne? Necrotic ist halt immer auch ein bisschen ätzend, muss man dazu sagen. Ah, ne, warte mal. Hä, wir brauchen 1%? Wait, what? Hä, wir hatten doch 77. Hä? Ich hab doch genug gepullt. Was haben wir denn vergessen? Wait. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ja, müssen wir die machen. Die absoluten Abfuck-Gegner. Shockwave. Das letzte Mal auch 77% gemacht und das hat easy gereicht. Run. Shockwave. Geht da die Shockwave da hinten rein, weil ich da rumlaufen muss. Watch your step. Ich hoffe, das reicht jetzt noch, ne? Nicht, dass extra einen gemarkt. Shockwave. Shockwave geht jetzt hier rein. Ich habe vorher extra nachgeguckt. 77%. Waren's, ne, die ich brauche, bevor ich quasi runtergehen kann. Und wir hatten mehr als 77. Also ziemlich sicher sogar. Shockwave. Haben wir jetzt hier noch ein paar Minuten über. Anything ready? Watch your step. Uff. Das war ja mal der bekackste Key überhaupt. Sogar noch mit Prozenten verkackt. Das muss ich mir aber nachher nochmal anschauen. Also irgendwie lief da was ganz, ganz falsch. Eine hat einen 21er, die andere Seite. Boah. Jetzt schauen wir mal, was drin ist. Mir eigentlich ziemlich sicher. Schuhe habe ich drin. Berserkrit. Der hier, Kettenschuhe, die brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich bis auf das Trinket gar nichts hier. Hier kannst du halt auch nicht rappen, ne? Aber meine Rüstung hat jetzt noch 20% gehabt. Also gut ist es nicht. Wenn wir ehrlich sind. Aber okay. Hat geklappt. Wunderbar. Hat zumindest nochmal ein paar Punkte gebracht. DH wird's nehmen. Warte mal. Wo haben wir's? Ja, nee, den brauche ich nicht. Kann er haben.